Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Diablo 3 mit Matze zusammen. Hallo. Hallo. Und ja, wir schauen einfach mal, was hier unser Leutnant Laweil zu sagen hat. Aus der Waffenkammer waren entsetzliche Geräusche zu hören. Also ist Tyrael losgegangen, um herauszufinden, was dort vor sich geht. Er hat gesagt, dass ich euch dorthin schicken soll, falls ihr zurückkommt. Ha! Falls wir zurückkommen, also bitte. Der hat ja volles Vertrauen in Ja, uns. also. Na dann mal Ich glaube, runter dann da. müssen wir mal Vertrauen ein. Ich verliere die Vertrauen Kontrolle! schlagen. Wow. Töte die Schreckensbrut. Okay. Boah, das ist ja krass. Ja. Ah ja. Oh, ich wollte gerade auf Bruder zaubern. Hey. Bruder hat dir nichts getan. Lea, die Gute, was Was hat mich gibt's? erschreckt? Der Seelenstein scheint jetzt stabil zu sein. Der Zorn der Dämonen wurde gezähmt. Ja, aber für wie lange? Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen uns endlich Asmodan stellen. Dann werde ich einen Weg über das Schlachtfeld bis zum Ariad-Krater und zu Asmodan finden. Sorry, Matze, ich wollte dich nicht abwürgen. Was? Wait, wait. Ja, ich. Du wolltest irgendwie noch was sagen. Also. Nee, eigentlich nicht. Okay. Dann halt nicht. Ich finde es total blöd, wenn irgendwelche Leute ankommen. In Diablo. Weil das sieht man ja an der Seite. Ja. Ja. Ich habe die Bastion gesichert. Nun muss ich mich dem Kampf auf dem Schlachtfeld unten anschließen, wo Asmodans Kriegsmaschinen warten. Ja. Ja. Okay, wir voll reingeredet. Ja, ich hab's mir gedacht, aber hab dann gedacht, egal, wird schon nichts ausmachen. Oh, wo laufe ich denn hin? No. Ich weiß es nicht. Abgelenkt. Was komm ich? Was, du bist abgelenkt? Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß das nicht. Das kommt von alleine. Kommt von alleine. Oh nein, ich wurde angeschrieben. Das geht mir nämlich auch, ich gerade auch. Naja, ich laufe mal weiter. Ja. Bruder. Den Göttern sei Dank, ihr seid hier. Ihr müsst diese Ballisten zerstören. Sie lassen die Hölle auf uns niedergehen. Wir halten nicht viel länger stand. Da könnten wir auch noch Kaserne Ebene 1 gehen. Ebene 1, das heißt, ja, wir können gern rein. Aber da gibt's auf jeden Fall noch eine Ebene 2 dann. Ja. Oder war ich hier nicht? Ja. Keine Ahnung, also ich weiß noch. Aber hier kommen wir gar nicht nach hier. Wenn ich noch richtig weiß, gibt's in Ebene 2 auf jeden Fall einen Schatzgoblin. Ja, gut, wenn's den halt dort noch hat. Ja. Wir haben ja das Ganze revidiert. Ja, richtig. Das war früher, war das alles so ein bisschen. Oder war es eine große Truhe? Ich weiß nicht mehr. Irgendwie sowas war das. Okay. Irgendwas Gutes halt. Ja, genau. Das weiß ich nämlich, da habe ich nämlich immer Truhe. Ja, Truhe war es, genau. Ich habe Truhe gefarmt hier. Früher. Okay. Und halt erst alles freigekämpft und bevor ich die Truhe aufgemacht habe, habe ich dann eben mein Magic Find Equipment angezogen. Sehr nice. Ja, gut, ja. Und so hat man halt dann bessere Drops gekriegt. Nicht immer, aber. Ja. Ja. Ja, schon. Aber wenn halt diese Prozente mehr, wo du halt dann kriegst.
Ja, richtig. Also, ja. Ich weiß gar nicht, so viel war es gar nicht. Also da gab es ja noch nicht diesen Paragon-Level, wo man irgendwie pro Level 3% mehr Magie von kriegt. Kam ich, glaube okay. ich, auf irgendwie 320 oder so Prozent. Aber da ging noch viel mehr, soweit ich weiß. Oder. Oh, da sind wieder die. Hat hier auch immer wieder alles voll, oder? Ja. Mach ich gerne. Ja, ich gehe auch am Bock. Was sind da wieder? Was? Die Terrorists. Die Terroristen-Mobs. Achso, okay, ja, okay. Ja, ich weiß, wie du meinst. Und zu dem Rumkatzen, ja. Ich kotze hier wieder alles voll. Passt ja auch, weil gerade Oktoberfestzeit ist. Und ich daher am Wochenende auch hingehe. Warum steige ich so weit? Ich werde nie diesen Blick vergessen von der Bäckerin, zu der wir gesagt haben, ja, ich hätte gerne Fleischkäsebäckle. Und die guckt mich an und fragt, was willst du haben? Ja. Das ist halt. Das in Bayern. Deutschsprache fast. Ja, die können halt kein Schwäbisch. Ja, im Norden auch, wenn du Deutsch im Bäcker gehst und sagst, du bist verreckle. Würde ich voll blumen. Ja. Ich war mal in. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Irgendwie bei einer Verwandten, die auch ein bisschen weiter im Norden wohnt. Dann bin ich zum Bäcker, hab gesagt, ja, ich hätte gern Fleischkäse weg. Also nicht weg, sondern weg. Die guckt mich an beim Bäcker. Ich so, ja, ein Fleischkäse weg. Nee. Okay, nimmt ein Brötchen mit Fleischkäse drauf und nimmt den Fleischkäse runter. Und ich, hä, was? Dann die Verwandte von uns sagt so, nein, Leberkäse, Brötchen hätte er gern oder sowas. Keine Ahnung, was die da gesagt hat. Also ein Leberkäsebrötchen. Ja, finde ich auch. Ja. Ich weiß nicht, das sowas hört sich irgendwie total ungewohnt an, wenn man jetzt Fleischkäsebäckle gewohnt ist und dann sagt man, ja, ich hätte gern ein Leberkäsebrötchen. Ja, schon, das ist dann irgendwie komisch. Ja. Heute in der Schule hatten wir wahrscheinlich so den coolsten Lehrer überhaupt. Der verschlägt die Schüler, lässt sie Liegestütze machen, wenn sie gehen und so Sachen. Aber der Unterricht macht echt Spaß bei dem. Also. Ja. Der hat auch gesagt, er ist sich zu 100% sicher, dass ihn nie jemand anzeigen wird dafür, dass er die Schüler schlägt. Weil er macht's ja nicht. Er macht zwar so hart, dass sie checken, okay, ich hab Scheiße gelabert oder was weiß ich was, aber er macht's halt nicht so hart, um ihn weh zu tun. Wie hat das gesagt? Ja, wenn mein Ohr Scheiße hört, dann kriege ich irgendwie einen Schlaganfall. Ja. Oder dann kann's gut passieren, dass die Hand mal ausrutscht. Und dann, ja, der eine bei uns aus dem Lehrjahr, ja, bei uns aus dem Betrieb, zu dem hat er gesagt, ah, sie sind der deutschen Sprache also mächtig, weil er Hochdeutsch geredet hat. Und, ja, da gibt's, denke ich, eigentlich nur einen. Ja. Und für den ist es halt auch total ungewohnt, weil die meisten einfach Schwäbisch reden. Ja. Okay.
Immer noch Level 1, ne? Ah, Mann! Ja, irgendwie. Weiß nicht. Ah, ja. War. Was, wo? Oh, da ist schon ein bisschen Gold. Ich bin hier unten lang. Oh, da ist ein Schatzgoblin. Oh mein Gott. Komm.